En garde! Die Berlin Open stehen an und zahlreiche Fechterinnen und Fechter kämpfen dieses Wochenende um die Titel im Florett, Degen und Säbel. Das Teilnehmerfeld ist groß und unter anderem kommen die Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine, der Türkei oder aus Lettland. Es ist einfach toll, dass viele Sportlerinnen und Sportler jetzt wieder nach Berlin kommen, dass wir hier ja auch die Besonderheit haben, dass die drei Disziplinen an zwei Tagen ausgefochten werden. Das bedeutet spannende Gefechte und natürlich auch die ein oder andere Überraschung. Für eine kleine Sensation sorgt schon mal Nadja Kistschuk vom TSV Wittenau. Die Ukrainerin trainiert erst seit Mai in Reinickendorf, nachdem sie aus Kiew flüchten musste. Die Berlin Open sind ihr erster Wettkampf in Deutschland und gleich gewinnt die 17-Jährige Gold vor Lisa Marie Mielke vom Fechtzentrum Berlin. Ich habe mir vorher nicht allzu viele Gedanken gemacht. Ich wollte es einfach locker angehen und Spaß haben. Das Finale im Herrenflorett bestreiten Shell Großeignes vom SC Berlin und sein Trainingspartner Tiger Juvacan. Beide kennen sich gut, trainieren oft zusammen. In diesem Gefecht behält aber Großeignes die Oberhand und sichert sich schließlich den Titel. Ich habe probiert, sehr aktiv und sehr offensiv zu fechten. Und es ist mir zu Anfang auch sehr gut gelungen. Aber der Haken ist, da verliert man natürlich relativ schnell die Kraft. Und am Ende war es dann, war die Luft draußen. Hat am Ende aber trotzdem gereicht, weil der Vorsprung groß war. Und den konnte man dann noch verwalten. Aber ein sehr intensives Finale. Shell darf auch noch einmal jubeln, denn es gibt noch ein zweites Mal Gold im Florett. Diesmal mit dem Team. Die Mannschaftswettbewerbe im Degen sind bei den Männern wie auch bei den Frauen in festen Händen des Fechtzentrum Berlins. Hier noch einmal der Vollständigkeit halber ein Überblick über alle Gewinnerinnen und Gewinner. Der SC Berlin dominiert die Florettgefechte, die Säbelwettkämpfe gingen an den Berliner Fechtclub. Generell bin ich einfach froh, dass nach der Pandemie das jetzt einfach wieder losgeht, dass hier insbesondere auch im Sportforum so viel Sport stattfindet. Und die Berliner Fechtmeisterschaften der Aktiven werden sicherlich nur der Anfang gewesen sein. Ein gelungenes Comeback, das Lust auf mehr Großveranstaltungen des Fechterbundes macht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder auf die Planche geht und heißt En garde!